rein, oben auf den Kopf, runter, wann und dann. Ja, das ist gut. Abstand gut. Ja, das war gut. Das hätte bös ins Auge von Alexander Klavs gehen können, denn der Musicalstar, Sänger und Moderator kriegt hier vom Bösewicht ordentlich eine Packung ab. Dank Steve Cicchetti, dem Stunt-Koordinator, läuft aber alles reibungslos und verletzungsfrei. Hier musst du natürlich mehr hin und her bewegen. Es sind Kampfszenen wie diese, welche die besondere Karl-May-Atmosphäre prägen. Gut gegen Böse, Weiße gegen Rothäute, Schurken gegen Helden. Alexander Klavs als Old Shorehand an der Seite von Winnetou muss ordentlich einstecken, darf aber auch mächtig austeilen. Gerade bei diesen Sachen, wo man auch eine Waffe in der Hand hat, auch wenn die jetzt nicht scharf sind, sage ich jetzt mal, kann man damit schon sich ordentlich verletzen. Ja, das ist eine ganz schöne Wucht, die da auch im Spiel ist. Und das ist wie bei einer Choreografie, dass man zusammen tanzt. Genauso funktioniert ein Kampf zusammen auch, dass der eine weiß, was der andere tut. Und das muss man einfach immer und immer mal wieder machen, damit sich das einfach so festsetzt, dass es irgendwann aus dem FF geschieht. Was für die Stars gilt, gilt ja, ebenso genau bei den Nebendarstellern. Auch hier wird prächtig ausgeteilt und eingesteckt. Okay. Noch mit Übungswaffen, später in den Vorstellungen dann mit schärferem Besteck. Hart, wild und aggressiv, aber eben ohne den Gegner zu verletzen. Es geht darum, dass die glaubhafte Bewegungen, Wucht und Dynamik durchgeführt werden, dass der Zuschauer das Gefühl kriegt und hat, dass die richtig kämpfen. Darum geht es, dass nicht zu viel Fake und daneben und so sieht, so aussehen soll, dass das wirklich einander bekämpfen. Später sieht das dann so aus bei Winnetou alias Jan Sosniok. Der Schauspieler ist zwar in der 5. Saison Chef-Apache am Kalkberg, doch die Kämpfe und Rangeleien bergen immer ein gewisses Risiko. Ja, gesund durch die Saison zu kommen, das liegt für mich immer ganz oben im Regal. Denn was wir hier machen, ist ja nicht ganz ungefährlich. Also auch wenn es immer nach einem großen Spaß aussieht, so müssen wir ja hochkonzentriert arbeiten, die ganze Reiterei, die Kämpfe, Distanzen einzuhalten, seine Choreografie auch wirklich so abzuspeichern, dass die auch so läuft. In 10 Tagen ist Premiere. Von da an sind sie fast täglich gemeinsam auf der Bühne. Old Shorehand und Winnetou, Alexander Klavs und Jan Sosniok. Auch wenn der Tarzan-Darsteller Klavs in diesem Jahr der Neuling in der Inszenierung am Kalkberg ist, Stunt-Operator Steve ist begeistert. Alexander Klavs, wenn Old Shorehand, merkt man sofort, dass er schon lange Jahre das vorher gemacht hat und dass die koordinative und die mit Wucht, Dynamik vorgeführte Aktionen bei dem sehr geschmeidig und sehr, sehr gekonnt sind. Bei aller Härte, natürlich darf das Herz in der diesjährigen Saison auch nicht zu kurz kommen. Hart, aber zart, so spielt Alexander Klavs den Shorehand. Ja, das hat sich so ein bisschen gebissen, dass ich irgendwie Old Shorehand, der Coole bin, der beste Schütze des Wilden Westens, der dann nämlich auch so ein bisschen romantisch wird. Aber ich muss sagen, jetzt so, wo wir schon ein paar Szenen proben konnten, es funktioniert, es ist gut. Jetzt, 10 Tage vor der Premiere, rangeln die harten Jungs noch kräftig weiter. Alles arbeitet auf den 24. Juni hin, doch das Hauptziel aller Kämpfer ist, heil und unversehrt durch die Saison zu kommen.